Ja, hi. Ihr könnt mich jetzt vielleicht alle nicht sehen, weil ich ja die Kamera hier auf meinem Kopf trage. Heute habe ich doch eine ganz besondere Aufgabe. Und zwar soll ich eine geknetete, handgeknetete Unikat-Bienenwachskerze für eine Hochzeit formen. Gerade heute Morgen kam die Bestellung der Anruf rein und da habe ich mich wirklich sehr gefreut und ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass ich gedacht habe, hey, ich mache für die Hochzeitsgäste nicht nur diese Kerze, wo ja wirklich, sag ich mal, auch in der Herstellung was Besonderes ist, sondern ich gebe euch die direkte Sicht, wie das Ganze hier entstanden ist und natürlich auch für alle anderen Gäste, die hier zuhören. Ich freue mich, wenn es euch Spaß macht zu sehen, wie aus dieser Handarbeit das dann entsteht. Und zwar aus kostbarem, duftendem Bienenwachs. Warum ich das Bienenwachs hier überhaupt so toll schneiden kann? Ja, es ist ja fast schon wie ein Kuchen. Weil es warm ist. Es ist nicht so warm, dass es flüssig wird. Bienenwachs wird bei 65 Grad flüssig. Und es ist eben auch nicht so kalt, dass ich es nicht kneten und formen kann. Ich schätze es auf circa 50 Grad. Und wie ihr schon seht, habe ich bereits jetzt verschiedene, ja, Farbmuster hier in diesem kostbaren Naturschatz. Das liegt an der Wärmebildung. Die Oberflächen werden nun schneller kalt und bei Kälte fängt an, das Bienenwachs wieder dunkler zu werden. Und mit Druck und durch den Wärmeunterschied bekommen wir diese Marmorierung ins Bienenwachs. Und eins kann ich versprechen, ich habe nie zweimal dieselbe Kerze gemacht. Nun fangen wir an, schon mal in Kerzenform zu gehen. Aber oh nein, wir kneten es weiter. Es ist wie ein Teig. Wir falten das Wachs und wir kneten es, bis die Masern und die Strukturen immer schöner und immer feiner werden. Das Bienenwachs ist noch ein Ticken zu warm. Und solange es noch so warm ist, wird es weiter geknetet. Ihr seht, wir haben jetzt bereits diese wunderbare Bildung der Marmorierung. Seht ihr das? Das reicht mir noch nicht. Wir brauchen noch mehr Marmorierung. Ich merke es schon, jetzt wird das Wachs perfekt. Tatsächlich kommt dann irgendwann ein Punkt, da muss man sich beeilen, weil das Wichtigste fehlt ja noch, der Docht. So, wir kommen in die Struktur, wunderbar. Das macht Freude. Wow. Noch ein bisschen. Wow, jetzt kommt diese Struktur immer mehr zur Geltung. Das wird toll. Wow. Hier, da haben wir es ja, den Marmoreffekt. Okay, und dieses Wachs hier auf der Matte muss ich mich nachher kümmern.
Also man merkt schon, dass es jetzt tatsächlich etwas Eile bedarf, weil das Bienenwachs lässt sich nicht ewig so toll formen. Und wir müssen hier noch ganz schön weit runterhobeln. Das hier ist mein Maß. Den größten Docht, den ich hier überhaupt habe, ist dieser Außenring. cm. Jetzt ist die Zeit gekommen für den Docht. 23 sind wir hier. Wir nehmen die schöne Drehung hier mit. Und daraus entsteht gleich die nächste Kerze. So, und das hier gefällt mir noch nicht so. Aber wir können das hier als Unterboden nachher nehmen. Also ich bevorzuge natürlich immer die schönere Seite, den Docht hinzuwenden. Was meint ihr? Die Seite für einen Docht. Ich denke ja, man sieht hier nämlich diesen Jahresring, sieht man ja schon aus wie eine Baumscheibe oder ein versteinertes Holz oder einfach nur wie Bienenwachs. Wir haben noch Zeit, das Wachs ist noch knetbar. Jetzt passiert das Spannendste. Wir legen den Docht ein. Also wir sind gerade noch so in der richtigen Zeit. Hier oben fängt das Bienenwachs schon an, kalt zu werden. So. Wir brauchen den Docht, und zwar den stärksten. Das ist die Nummer 10. Wir schneiden es auf Überlänge. Und immer dort, wo der Docht rauskommt, kommt die Flamme hin. Das bedeutet, wir haben so abgeschnitten. Hier vorne wird angezündet. Und das wird jetzt auch keinen Fehler machen. Werden wir die Kerze, den Docht markieren. Das war oben, haben wir gesagt. Natürlich hier nochmal genau die Mitte treffen. Hier ist nicht so wichtig, aber es sollte auch die Mitte sein. Und dann verschließen wir das Ganze wieder. Es ist wirklich wie Knetmasse. Brauchen hier oben noch Wachs, damit wir das hier schließen können. Das hole ich vom Boden. Wir schließen auch diese Lücke hier. Wenn ich das jetzt gut mache, dann wird man das nachher gar nicht mehr sehen, den Spalt. Das ist ganz wichtig, auch das innen drin, das Bienenwachs sich schließt. Nochmal verformen. Ja, ich weiß, es sieht immer noch nicht aus wie eine Kerze. Da kommen wir jetzt hin. Schön viel Luft, um die Rundung reinzubringen. Und auch das hier, glaube ich, schließt sich jetzt von ganz alleine, indem ich einfach hier nur rolle. Also der Trick ist, die Kerze muss immer von der Ausgangssubstanz schon mal dicker sein, wie die Kerze, die wir dann am Ende haben wollen. Weil eben durch dieses Begradigen, durch das Runterdrücken, wird die Kerze ja immer länger,
So kriege ich ja auch die Unwuchten dann raus. Allerdings brauche ich auch genügend Wachs, um überhaupt diesen Effekt dann hier rausbügeln zu können. Das heißt, erstmal hier diese Unwucht rausnehmen. Und weiter geht's. Mist, also ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht. Nein, wir sind einfach noch nicht fertig. Da müssen wir jetzt nochmal nachhelfen. Und zwar gehe ich jetzt nicht nur über meine Finger, sondern jetzt kommt die Matte zum Einsatz. Und das ist mehr Platz. Also der Docht sitzt schon mal wirklich gut in der Mitte. Das haben wir gut hinbekommen. Und jetzt müssen wir nur noch weiter hobeln. Das ist nämlich immer noch nicht diese Größe von dem Ring. Sieht auch gut drüber. Da muss noch mehr runter. Jawohl. Und jetzt geht es nur noch darum, der Kerze ihren Schliff zu geben. Aber ich muss mich beeilen, weil das Wachs wird immer kälter. Und dadurch kann ich es natürlich immer weniger formen. Und ich möchte hier doch für euch ein Meisterstück zaubern. Hier ist er doch zu lang. Oder? Den schneiden wir jetzt erstmal ab. Hier ist er doch perfekt. Aber wir können den auch schon runterschneiden. Wir merken uns jetzt lediglich, dass wir hier diese Verfärbung haben. Kurz nachprüfen. Wo sieht man gerade? Okay, das sieht schon mal echt gut aus. Wie sieht es da aus? Also hier ist immer noch zu dick. Ich sehe auch hier noch eine Unwucht drin, die wollen wir auch noch rausnehmen. Die Unwucht, die kommt hier durch den Hubbel jetzt zutage. Also auf die 23 cm genau kommen wir dann nur noch durch einen Messerschnitt. Ziemlich cool.
oben eine richtig schöne Struktur bekommen. Das gefällt mir. Und wie ich es versprochen habe, von dem Schnitt sehen wir dann vom Endprodukt dann nichts mehr. Den haben wir sozusagen geflickt. Also was ich jetzt mache, ich verlängere immer noch die Kerze und sie soll tatsächlich auch noch ein bisschen schmaler werden. Und vor allen Dingen gerader stehen. Ich will auch diesen Elefantenfuß hier unten noch weghaben. So, was meint ihr? Also es riecht ja wirklich schon mal sehr lecker. Muss man ja schon sagen. Voilà. Hier sind wir ein bisschen zu schräg. Okay. Durch dieses Aufstampfen entstehen immer wieder diese Elefantenfüße. Deswegen muss ich das auf jeden Fall noch ein bisschen glatt bügeln und den letzten Dochtfetzen nehmen wir auch raus. Zentimeter, handgemachte Bienenwachskerze, besser, ja, wunderbar, alright, und Glanzschliff. Eine Hochzeitskerze für euch.